Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder von unserem Realismus-Selbstversuch hier auf der Ellerbach für den LS22 vom Team Mosakra. Ja, der Tag neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende zu. Ich habe mich wieder voll geballert mit super Kommentaren, wo ich mal wieder absolut überfordert bin. Trotzdem, Dankeschön an der Stelle. Sehr, sehr lieb von euch, dass ihr mich hier so ein bisschen unterstützt. Wir wollen heute, durch das, dass wir ja jetzt sozusagen die Kühe erstmal ein bisschen versorgt haben, uns wieder ums Wesentliche kümmern, denn um unsere Felder. Und zwar bin ich jetzt am Überlegen. Ich glaube, ich muss es immer wieder sagen. Der erste Schritt versuche ich ja immer selber irgendwas zu machen. Und dann stelle ich euch die Frage, war das nun so richtig? Warum mache ich das? Ich bin so ein Charakter, ich muss erst was falsch machen, damit ich später mich an die Situation irgendwie annähernd erinnern kann und dann hoffentlich richtig mal. Das bedeutet, die 94, da haben wir ja einen Stoppelsturz gemacht, glaube ich, so nennt man das. Jetzt bin ich nur da bei dem Thema so ein bisschen zwiegespalten und verwirrt, denn einerseits hast du ja das Thema, wir sind eigentlich mit einem Grubber drüber, zumindest laut Giants Kategorie. Aber da waren ja Scheiben dran. Ist es nun jetzt eine Scheibenecke oder nicht? Oder gibt es da sogar vielleicht eine extra Sparte? Nein, ich sehe keine. Doch hier, Scheibenecken. Ist es jetzt komplett falsch gewesen an der Stelle oder war das soweit in Ordnung? Deswegen, da bin ich so ein bisschen verwirrt. Des Weiteren würde ich nämlich jetzt heute versuchen, ich habe noch gar nicht geguckt, würde es überhaupt passen? Wir haben Saatzeitpunkt im März. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Gras für Grassilage. Das ist eigentlich unser Hauptthema. Wir haben ein bisschen Stroh. Wir werden ein bisschen Heu machen. Ja, ich würde sagen, wir werden nochmal Weizen an Pflanzen, damit wir da auf jeden Fall noch mal was rauskriegen. Das wäre so mein Plan. Heißt, vom Zeitpunkt her wären wir ja richtig. Toi, toi, toi. Ich hoffe, das passt wieder soweit alles. Und dann würde ich jetzt einfach mit der Horsch pronto drüber gehen. Das wäre so mein Plan für heute. Weil wir haben ja hier auch diese Scheiben dran. Wir haben es vorbereitet. Reicht es so? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wie immer, ich starte einfach mal blind rein und ihr werdet mich mit Sicherheit eines Besseren belehren. Jedoch werden wir jetzt noch nicht den hier benötigen, sondern wir müssen erstmal zum Händler. Wir müssen ein bisschen Saatgut einkaufen. Das fehlt aktuell uns noch. Deswegen werden wir, ja, gehen wir mal wieder mit dem. Boah, habe ich wieder so geschickt, ne, Park, ne? Das mit dem Simple IC funktioniert halt auch nicht immer. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Kann jetzt aber nichts, dass das Simple IC dafür, sondern ich habe jetzt halt ein bisschen zu sehr in dem Trigger drin geparkt. Das muss ich mir mal so ein bisschen merken. Und da gehen wir nämlich ganz kurz noch zum Händler, bevor der zumacht. So. Gut, dann gehen wir mal mit unserem Mylerkipper los. Die irgendwann zum Download kommen. Es tut mir leid. Ich versuche es immer wieder anzumerken. Aber die Fragen kommen trotzdem immer wieder. Und ich bin mir nicht sicher, ob die einfach die Videos nicht angucken. Und sehen im Thumbnail, oh, da ist ein Mylerkipper drauf. Da frage ich einfach mal direkt. Ich weiß es nicht so recht. Jedes Mal, wenn ich hier rausfahre, denke ich mir, ich wollte doch diesen Spiegel dahin packen, ne? Los, ihr Hudler. Auch wenn schon für euch Feierabend ist, für mich ist noch lange Feierabend.
Also ich mag gerade so wie jetzt, ich fahre hier ein bisschen durch die Gegend und ich versuche das Ganze so ein bisschen in meinem Spatzerhirn zurecht zu sortieren, was tun wir, wie tun wir es und so weiter. Aber ich mag immer wieder, gewisse Punkte vergesse ich einfach komplett. Und wenn ich dann eure Kommentare lese, dann denke ich so, ja, logisch, klar, warum nicht? So, wir haben hier einen Gabelstapler, also der Händler hat ja einen Gabelstapler dran, das passt ja schon mal soweit. Mir gerade ein, ich wollte mal mein Lenkrad ein bisschen leichter einstellen, dass ich hier nicht so 60er Oberarm kriege. Sonst wird das ein bisschen einseitig. Links ein 60er, rechts ein 30er. Ja, der Frühling sieht eigentlich auch ganz nett aus auf der Karte. Ne? Hier ist unsere Wiese. Da ist noch nicht so viel passiert. Aber wir werden uns jetzt dann eh einen Tag hinlegen. Es wäre halt noch cool. Ja, ich würde eigentlich schon gern noch jetzt die Saat ausbringen und dann erst weiter spulen. Ich glaube, ich spiele mit einem Tag. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habt ihr mir da auch eine Idee. Soll ich da erhöhen auf 2, 3 oder wie auch immer? Legt euch nie mit Sprinterfahren an. So. Das immer wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir geben nur Geld aus. Was anderes machen wir gar nicht. Gut. Also, dann brauchen wir Saatgut. Und zwar, von der Höhe her müsste es ja passen, ne? Saatgut. Aufpassen, aufpassen, Kalle. Wir haben Realistic Seeder drin. Ich glaube, dann möchte das nämlich probieren. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, hat es damals geklappt mit der Pronto? Wir bräuchten jetzt hier Saatgut. Speziell für den Weizen. Gerste, Raps, Baumwolle. Das macht das Ganze, na klar, nochmal ein bisschen schwieriger. Weizen. So. Wie viel sind da drin? 1000 Liter. Ich nehme jetzt mal nur einen mit. 1000 Liter für 800 Euro und wir werden uns dann, sobald wir das ausgebracht haben, werden wir uns das aufschreiben. Ich hab grad gedacht, wo spawnt das? In unsere Liste eintragen, in den Discord, damit ich dann später weiß, pass auf, wir haben zum Beispiel jetzt, wenn wir uns entscheiden würden, nur für ein Feld, 0,5 Hektar haben wir so und so viel Saatgut gebraucht, ergibt so und so einen Preis. Und für mich ist dann zum Beispiel, wenn ich jetzt 3 Jahre lang gespielt habe in Game, weiß ich zum Beispiel im 4. Jahr, ich brauche keine 3 Big Bags, um das Ganze hier vernünftig anzusehen, sondern es reicht einer und somit erspare ich mir dann die unnötigen Kosten. Und, dass es irgendwo unnütz am Hof rumsteht. Das wäre na klar interessant, wenn zum Beispiel das Saatgut auch preislich variabel wäre. An Gegebenheiten, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Das wäre eigentlich, glaube ich, ganz cool soweit. Durch das, dass es aber hier nicht passiert, hast du nicht diese Lagerhaltung nötig. Und dementsprechend möchte ich das Ganze, so gut es geht, ein bisschen sparen. Und dann halt nur das Notwendige kaufen, was man halt wirklich braucht. Und dazu möchte ich halt auch diesen Discord nutzen, wo ich dann einfach meine Informationen nochmal abgreife. Wie waren das nochmal vor 3 Jahren? Wie viel haben wir für das Feld gebraucht? Muss ich 3 Säcke kaufen, 5 oder 1? Ja, wir wollen ja langfristig wirtschaftlich handeln, auch wenn es jetzt noch nicht so danach aussieht.
So, und dann gehen wir wieder in die erste Ebene zu unserem Schlepper. Oha. Ah, Glück gehabt. So, vielleicht müssen wir uns mal noch Gedanken machen über ein Gerät. Ich weiß nicht, wie machen die Landwirte das? Fahren die wirklich wegen so einem kleinen Sack hier mit dem dicken Anhänger und mit dem Schlepper rum? Oder, keine Ahnung, fahren sie da mit einem normalen PKW? Da bin ich noch so ein bisschen am Grübeln. Ob wir eventuell da noch was benötigen. So, Vierteich, 1000 Liter, 800 Euro müssen wir uns morgen. Das ist schon relativ teuer, oder? Was ist denn das so? Mein Säckle im Baumarkt, das kostet nicht so viel. Also wenn die Preise annähernd, es ist immer noch ein Spiel, aber wenn die Preise so annähernd an das reale Leben kommen, da kriegst du erstmal so ein bisschen den Eindruck, mit wie viel Euronen die Bauern so jonglieren müssen übers Jahr. Ich glaube, die Abkürzung hier bringt nichts, ne? Wir haben keine Hinterzufahrt zum Hof. Ich muss noch die Mod reinnehmen, mit diesem automatischen Blinker ausgehen. Ich glaube, das ist heutzutage gang und gäbe in den Fahrzeugen, dass die automatisch ausgehen, oder? Wird doch im Schlepper genauso sein. So, da können wir nämlich, wenn es klappt, zeitlich. Ich meine, die Bauern machen ja nicht um 6 Uhr Feierabend. Da geht es heute zum Fresspur und dann nochmal auf den Acker. Gehe ich mal schwer davon aus. Und dann versuchen wir mal mit der Horsch das Ganze umzusetzen. Dementsprechend würde ich dann auch versuchen, auf der 34 das Ganze zu machen. Wir werden Futterstroh, habt ihr mir gesagt, ne? Also in dem Fall Weizen werden wir verwenden, nicht mehr dieses Rapsstroh. Ich hoffe, ich habe es noch richtig, oder war es gerade wieder andersrum? Guck, ich habe es mir schon wieder vergessen. So. Auch. Also die Punkte, die IC-Punkte, dürften wegen mir ruhig größer sein. Dass du, keine Ahnung, wenigstens irgendwo in diesem Rahmen hier draufklickst. Da fummel ich mir jedes Mal ein irgendwie zu Tode. So. Hier können wir dann gleich wieder an die Unfallverhütungsvorschrift denken. Dass wir den diesem Mal ablassen. Da kommt ja jetzt das wieder mit den Fahrgassen, oder? Weizen wird mit Sicherheit mit Fahrgassen gehandhabt. Oh, oh, oh. Wird auf jeden Fall spannend werden. So. Wie machen wir das am geschicktesten? Ich hole die raus. Ja, ich glaube, die können wir sogar so lassen. Wir nehmen den großen. Docken das an und fahren dann so raus. Und dann können wir es nämlich auch von der Seite wunderbar, toi, 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 beladen. So, 7,24. Einmal an die Möhre. Vorne das Gewicht hoch. Alles schön leer. Hier will ich unbedingt die Grassilage ballen.
Ich will unbedingt Ball machen. Eine so eine Ding noch voll machen mit Ballen. Das ist so mein Ziel. Wenn wir das geschafft haben, können wir Feierabend machen. So. So, haus pronto, 3 Meter. Wird spannend, wird spannend. Wollen wir schon hinkriegen? Nur Mut, nur Mut. So, ihr seht da unten schon dieses, wie nennt sich? Ich habe es vorhin noch gesagt. Habe ich hier an meiner Seite auch Proceed. Proceed. So, gibt es hier einen Deckel zufälligerweise? Jo. Dann hoffen wir mal, dass wir da hinkommen. Ansonsten müssten wir nochmal so ein paar Meter vorfahren. Gucken wir mal. Das Problem ist, ich glaube, ich muss an der Seite hin. Hier hinten wird es mir nicht ganz reichen. Okay. Ja, machen wir. Das wird jetzt hier so ein bisschen verzwickt. Aber kriegen wir schon hin. Zu zweit wäre das jetzt na klar einfach. Wenn einer das hier steuert und der andere den Schlepper dann nochmal nachjustiert so ein bisschen. Ich komme mit dem halt hier nicht ganz so hoch. Da wird es ein bisschen Probleme geben, vermute ich jetzt gleich. So. Jetzt würde ich nämlich mit dem Kubota hier links reinfahren und dann nochmal mit dem Fendt einen Meter zurücksetzen. So, das müssen wir aber auf jeden Fall so gut es geht. Dann vorne greifen. Okay. So. Hey, da kommst du ins Schwitzer hier. Heilene. So, das müsste doch reichen, oder? Da müssten wir doch irgendwie hinkommen an die Geschichte. Fast weiter vorne geht's nimmer. Ich komme nicht so weit hoch, das ist mein Problem. Ich komme nicht ganz so hoch. Ich habe es mir fast schon gedacht. Jo. Zweckentfremden. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Ich fahre hier rückwärts rein und hoffe. Da komme ich von der Länge her nicht hin, ne? Uiuiui, das ist ein bisschen ein Problem. Ich könnte es höchstens hinten reinlagern und dann wieder rausnehmen. Das wäre noch so ein Problem, wo wir so lösen könnten. Ansonsten habe ich... Ich habe keine Rampe oder ähnliches hier, ne? Der Abstand hier, den werde ich mit dem Arm nicht überbrücken können vom Kubota. Sonst wäre ich jetzt hier rückwärts rein und dann beladen. Ja, da müssen wir eine Lösung suchen, würde ich sagen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Es wird wieder massiv Kritik hageln, das weiß ich jetzt schon. Ich freue mich aber drauf. Wichtig und richtig. In dem Sinn würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Es kostet wie immer nichts und supportet mich. Ein Like auf das Video tut kein weh. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns morgen wieder hier von der Ellerbach in unserem Realismusprojekt. Habt eine schöne Woche, macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.